Mein Name ist Sophia Mirtschink. Ich bin plastische Chirurgin, habe einen Großteil meiner Ausbildung im Universitätsspital Zürich absolviert und habe dort die, sage ich mal, Tipps und Tricks und die Finessen der plastischen Chirurgie gelernt. Die plastische Chirurgie, die fußt ja insgesamt auf vier Säulen. Also das ist nicht nur die ästhetische Chirurgie, wie es der Laie denken mag alleine, sondern das sind wirklich vier Säulen. Das ist die Verbrennungschirurgie, das ist die Handchirurgie, das ist die ästhetische Chirurgie, ja, die wir hier auch abdecken. Aber das ist natürlich auch die rekonstruktive Chirurgie, in der jetzt ich vorwiegend hier tätig bin, eben auch in Zusammenarbeit mit den anderen Kliniken, weil die plastische Chirurgie ist ein sehr interdisziplinäres Fach. Und dort kann ich als rekonstruktive Chirurgin eben dazu beitragen, dass die Patienten hier wirklich auch mit komplexen Defekten eben heimatortnah behandelt werden. Durch die plastische Chirurgie, durch Anwendung von sogenannten Muskellappenplastiken, dass wir unser Portfolio da doch noch deutlich erweitern können und das eigentlich jetzt komplett mit anbieten können, dass dann wirklich der Spezialist kommt, was wir ja auch allgemein für alle Fachgebiete oder für den gesamten Bereich haben wollen, dass der Spezialist für Weichteildefekte kommt, der weiß, was kann ich hier, wie kann ich den am besten decken in den unterschiedlichen Regionen. Und da wird unser Portfolio eigentlich noch jetzt eigentlich komplett komplettiert, kann man dadurch letztendlich sagen. Wir machen gemeinsam die Visiten bei den Patienten und klären dann die Patienten separat auf. Die Kollegen der Unfallchirurgie klären über die Knochenbruchbehandlung auf und ich als plastischer Chirurg kläre dann auf, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt. Also was ist ein adäquates Material, was sich im Körper befindet, um eben den freiliegenden Knochen sozusagen auch zu polstern und abzudecken. Da kläre ich über die verschiedenen Varianten auf. Und da müssen wir natürlich immer auch die Patientengegebenheiten sozusagen mit berücksichtigen. Und das wird mit dem Patienten kommuniziert und dort gibt er dann sein Einverständnis und dann können wir tätig werden. Wir haben die Expertise jetzt hier vor Ort und das Gute, dass wir auch alle ja standortübergreifend arbeiten. Wenn wir halt den Fall in Meißen haben, dann kommt der entsprechende Experte, also sprich die plastische Kollegin, würde dann logischerweise in Meißen den Fall behandeln. Er ist ja hier in Riesa, also sprich dieses standortübergreifend, dieses Zusammenarbeiten macht da großen Sinn und für die Patienten ist es ideal. Sie können an jedem Standort werden sie bestmöglich sozusagen vom Besten behandelt. Ich wünsche mir, dass ich hier als plastische Chirurgin meine ganze Palette an operativen Fähigkeiten ausleben kann und die auch eben den Bewohnern des Elblandes zur Verfügung stellen kann. Seien das jetzt rekonstruktive Techniken, seien das aber auch Möglichkeiten eben der Körperformung, der Optimierung, wenn Patienten unzufrieden sind, dass man einfach dass ich das gesamte Spektrum abdecken kann und das dem Patienten näher bringt.